Heute wird der Friedensnobelpreis an die 17-jährige Frauenrechtlerin Malala aus Pakistan übergeben. Die im Western gefeierte junge Frau wird in Pakistan nicht so groß gefeiert. So wird ihr vorgeworfen, ihr Land schlecht zu machen und ein Protégé des Westens zu sein. Malala selbst möchte in Zukunft Premierministerin werden. Präsident Obama musste 40 Jahre länger warten, um den Preis für den Frieden zu erhalten. Wie seine Bilanz als designierter Peacekeeper aussieht, ein Bericht von Gayani Shishakyan. Friedensnobelpreisgewinner Barack Obama hat 7 Länder bombardiert, seit er das Amt übernahm. 2009, als er den Preis erhielt, dachte niemand, dass Drohnenangriffe eines der Markenzeichen seiner Präsidentschaft sein würden, auch wenn seine Rede damals schon zweideutig war. Ein Teil unserer Herausforderung ist die Versöhnung dieser beiden nicht miteinander zu versöhnenden Wahrheiten. Dass Krieg manchmal notwendig ist und dass Krieg in gewisser Weise ein Zeichen für menschliches Versagen ist. Für Präsident Obama wurde Krieg nur allzu oft notwendig. Bis 2010 hat er die Zahl der US-Truppen in Afghanistan beinahe verdreifacht. Nach diesem Anstieg gab es die größten Verluste. Und ein Jahr später... Heute autorisiere ich die Streitkräfte für einen begrenzten Feldzug in Libyen. Schon kurz nachdem die Bomben zu fallen begannen, wurde der libysche Führer getötet und das Land wurde zur Heimstätte für Terroristen. In Pakistan, Jemen und anderen Ländern hat die Obama-Administration umfassende Drohnenangriffe durchgeführt, um Terrorverdächtige zu töten. Alles ohne Verhandlung. NGOs berichten von vielen zivilen Toten. Obamas Antwort: Terroristen töten noch mehr. Denkt daran, dass die Terroristen, die wir verfolgen, Zivilisten anvisieren. Und der Blutzoll ihrer Aktionen stellt jede Schätzung ziviler Verluste durch Drohnenangriffe in den Schatten. Im vergangenen Jahr hätte Obama beinahe Syrien bombardiert, weil US-Geheimdienste glaubten, es war die syrische Regierung, die chemische Waffen einsetzte. Nun bombardiert Obama den Irak und Syrien, um gegen den Islamischen Staat zu kämpfen, der hauptsächlich deshalb aufblühte, weil die syrische Regierung und die Opposition es nicht schafften, ein Abkommen auszuhandeln. Präsident Obama bewaffnet außerdem die syrischen Rebellen. Diese Idee, die sogenannten moderaten Rebellen zu bewaffnen, die auch nur ein Haufen Islamisten und Dschihadisten sind. Viele von ihnen stehen mit Al-Qaida in Verbindung. Die USA haben den Islamischen Staat bewaffnet. Es macht aus der Sicht einer rationalen, normalen Person keinen Sinn. Es macht jedoch Sinn aus Sicht der US-Regierung. Der Friedensnobelpreis war ein Vorschuss an Obama, mit all den Hoffnungen und Erwartungen, die daran hingen. Ein Vorschuss, der noch immer zurückgezahlt werden muss. Der letzte Deutsche, der einen Friedensnobelpreis erhalten hatte, war Willy Brandt im Jahr 1971, und zwar für die erfolgreiche Verständnispolitik zwischen dem Osten und Westen, welche auf dem Prinzip Wandel durch Annäherung beruht.